Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich mir jetzt provisorisch was gebaut. Bevor ich mir da irgendwas Teures in die Garage mache, das Auto am Ende eh Schrott ist oder so. Beim letzten Mal ist mir leider die Steckdose abgeraucht beim Laden. Und ja, da habe ich mir jetzt hier eine bisschen dickere Leitung, 2,5 Quadrat, hier an der Waschmaschine bzw. im Trockner, habe ich mir jetzt hier das gezogen. Für das mal provisorisch jetzt nach oben und habe mir da auch mal eine schöne blaue CEE-Dose dran gemacht, damit das nicht schon wieder schmort. Nur einfach, damit ich jetzt die Wasserwartung machen kann und da nicht noch länger warten muss. Einzeln abgesichert hier über eine Sicherung. Der Trockner, der ist also jetzt im Moment nicht angeschlossen. Ja, so. Und das ist jetzt auch Moment of Truth. Ich schalte die Sicherung ein. Und dann werde ich mal oben kurz 2 Minuten testladen, um einfach zu schauen, ob ich morgen früh dann die Wasserwartung starten kann, dass da jetzt eine stabile Stromverbindung ist. Sicherung hält schon mal. Habe ich also nichts kurz geschlossen zumindest. Das ist schon mal gut. Und dann gehen wir mal hoch und laden jetzt mal. So, ich muss leise sein. Es ist schon später am Abend. Leute schlafen in diesem Haus. Hier seht ihr, kommt das Kabel aus dem Keller. Habe ich dann hier so lang gelegt. Also richtig nach alter Fuschermanier. Hinter den Mülltonnen lang. Und da liegt die massive CEE-Dose, auf der jetzt Strom sein müsste. Mennekes CEE-Dose. Einmal die Kontakte durchmessen. Setze ich euch jetzt einfach auf den Boden, habe kein Stativ oder so jetzt was dabei. So, messen wir mal hier den Kontakten. Die sind viel tiefer als bei einer Schoko, bei einer normalen Schoko. Das ist auch eine Schoko, aber eben eine sogenannte Camping-Steckdose. Da liegen unsere 231 Volt, 230 Volt, wunderbar. Jetzt müssten wir hier unten auch noch 230 Volt haben. Nee, falsch, auf dem anderen. Auf dem hier müssten wir auch noch 230 Volt haben. Ja, da haben wir sie. Genau, also wunderbar. Das haben wir also richtig gemacht. Zumindest mal von der Theorie her. Jetzt hängen wir das Ladegerät provisorisch dran. Auto aufschließen. Spannung. Mal das Ladegerät. Mit sie zur Sicherheit mit den Hochspannungsschutzhandschuhen arbeiten. So. Alter, Spannung steigt. Meine Fresse. Kontakt hergestellt. So, mal gucken. So, das leuchtet schon mal. Wenn ich jetzt die Klappe schließe, das ist ein gutes Zeichen, dann sollte das Licht angehen und mir signalisieren, dass er lädt. Das tut er jetzt erstmal nicht. Das ist nicht so gut. Ich weiß wieso. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Ich habe gar keine Sicherung im Auto. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Ich habe die Sicherung ja gar nicht im Auto. Ich mache jetzt mal rein. Alter, hoffentlich habe ich jetzt nicht, weil das ja nicht laden kann. Die beiden Sicherungen habe ich gar nicht drin. Leute, wenn ihr das jetzt seht, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass ich mit den beiden Sicherungen nicht reingemacht habe. Ich hoffe nicht, dass das Ladegerät jetzt zu viel Strom abbekommen hat. Wenn es jetzt hier drunter qualmt, dann weiß ich ja, was bei mir Sache ist. So, das sieht schon mal gut aus. Setzen wir erstmal die hintere ein. Die wird hier hinten
eingesetzt. Hier unten. Da. Das könnt ihr jetzt nicht sehen wahrscheinlich. Habe ich es euch schon mal gezeigt, glaube ich. Die ist drin. Und hier die habe ich schon gelabelt mit vorne. Das da hinten war nur so, ist so eine Brücke. Und hier hinten, das ist jetzt eine Sicherung. Jetzt fließt Strom. Jetzt aber nochmal. Ja, jetzt lädt er. Das heißt, das hat geklappt. Jetzt machen wir mal 2 Minuten Testladung. Sieht man dann im Auto, fängt er an zu blinken hier. Kann man sehen. Und er zeigt die Spannung an und fängt dann an zu laden. Was gut ist. Und man hört auch, die Wasserpumpe ist angesprungen, weil beim Laden muss er ziemlich viel Wärme abführen. Im Forum hat jemand gesagt, 1 Kilowatt bei der Ladung geht in die Wärme. Das ist natürlich nicht besonders effizient. Trotzdem immer noch viel günstiger als mit dem Benziner oder so. Und wir müssen jetzt hier schauen, ob unser System hier hält. Zumindest jetzt mal vorläufig gucken, alles ein bisschen inspizieren. Gleich auch nochmal im Keller gucken, ob da alles hält. So, da bin ich wieder unten. Meine Ladung läuft jetzt gerade. Seit ein paar Minuten, hier ist mein Anschluss. Sieht alles gut aus erstmal. Muss man ein bisschen mit dem Auge behalten jetzt. Eigentlich ist das von der Theorie her stabil, aber die letzte Schuko-Steckdose ist mir ja trotzdem abgeraucht. Allerdings nach Dauerlast. Das ist also in der Praxis mit dem Elektroauto ganz anders, als ich das dachte. Und zwar in der Praxis darf man die mit 230 Volt Schuko laden, die Dinger. In der Theorie. Aber in der Praxis kann einem da bis zum Kabelbrand alles passieren, scheinbar. Gut, dass man das jetzt hier mal am eigenen Leib in glimpflicher Ausführung erfährt. Hier schönes 2,5 Quadrat. Kurz fühlen, ob es warm wird. Wenn wir jetzt eigentlich eher vorne beim Ladegerät warm, weil da die höchste Spannung durchfließt. Widerstand erhöht sich ja mit Länge der Leitung. Und je länger die Leitung also wird, desto weniger Spannung geht da durch. Oder ist das umgekehrt? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ja, hier ist alles in Ordnung. Nochmal um meinem Auto gucken. Gut aus. Wie sieht es hier aus? Sieht gut aus. Lädt. Wasserpumpe weiterhin am Laufen. Auto lädt. Ja, man sieht, er hat auch schon 2% geladen. Ja, an der Stelle reicht mir das für heute. Geht weiter morgen mit der Wasserwartung, Leute. Schaut euch das nächste Video an. Kommt direkt morgen. Wasserwartung beim Peugeot 106. Bin mega aufgeregt. Kann ja viel schief gehen. Aber fürs Erste, er lädt. Nichts wird warm, nichts schmort. Und ich muss ja morgen, die Wasserwartung kann 15 Stunden laden dauern. Deswegen, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bleibt dabei, guckt weiter zu. Ich freue mich über die paar Klicks, die ich kriege. Es sind immer ein paar Leute dabei, die das tatsächlich zu interessieren scheint. Motiviert mich auch da, weiter Videos so rauszuhauen. Ne? Und das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding morgen, weil diese Wasserwartung, ja, die kann auch gehörig schief gehen. Da können Akkus platzen, wenn die alt sind. Aber es ist nun mal bei diesen alten Nickel-Cadmium-Akkus völlig notwendig. Ne? Und jetzt erkläre ich euch morgen, was da theoretisch mit schief gehen kann. Und dann wollen wir mal sehen. Gut, gut, Leute. Dann bis morgen. Macht's gut. Gute Nacht.